Einen schönen guten Tag zum Freitag und weiter geht's. Ich habe hier schon mal so eine Nebenmission wieder gemacht. Renovierung von einem Zugabteil wird nicht gut sein, weil einfach der Platz überhaupt nicht ausreicht. Schauen wir mal. So, ansonsten müssen wir erstmal reinigen. Sie hätte gern eine Renovierung von irgendwas mit Musikanlage. Ich habe aber nicht genau hingeschaut. So am Rand gelesen. So. Okay. Was hättest du gern im Schlafzimmer? Hätte sie gerne? Ach, scheiße. Klavier und sowas. Okay, einzigartiger Zugvertrag erledigt. Naja. Ja, okay, 4 Sterne ist aber trotzdem noch gut. So, ich weiß übrigens nicht, was der Fehler war in der vorherigen Folge. Ich hatte bloß jetzt erneut das Problem, dass das alles nicht so wirklich glatt lief. Also ich bin ab und zu mal wieder rausgeflutscht quasi. Und von daher, irgendwas war komisch. Irgendwas war sehr komisch. Sie hat ein Problem. Okay. So, Stuhl. Das ist einfach überhaupt nicht umzusetzen eigentlich. Gramophone. Können wir hier oben rauf basteln, ne? Ja. Und den auch wegschmeißen. Schallschutzplatten. Na. So, und dann hat sie alles, was sie will. Gut, muss ausreichen. Ich finde es optisch nicht schön. Passt irgendwie überhaupt nicht rein. Aber Hauptsache, sie ist zufrieden. So, hier möchte jemand eventuell seinen Vertrag verlängern. Übrigens, wir haben einen, oder ich habe einen rausgeworfen. Mit dem war ich nicht mehr zufrieden. So, Zufriedenheit steigt um 10. Sehr schön. Müssen wir uns bei der anderen auch mal schauen. Halten die hier? Hier, die Fairy Street, die ist jetzt frei. Ist die Cindy Booner? 3,8. Zack, direkt verlängern. Will ich gar nicht weiter verhandeln. Die zahlt echt gut. Und wenn es gespeichert hat oder sich hier wieder gefangen hat. So, können wir uns alles nicht leisten. Obwohl wir wieder 130.000 haben. Wir gehen in die Fairy Street. Ja, müssen wir einmal auf jeden Fall reinigen. Ich würde das hier auf jeden Fall, also diese Schallschutzwände fliegen mal raus. Das finde ich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht können wir das gesamte Schlafzimmer mal neu machen. Also, die Teile finde ich hier irgendwie auch nicht mehr so wirklich schön. Das passt eigentlich noch. Ich würde trotzdem mal das gesamte Schlafzimmer neu machen. So. Wände. Ja. Ah ja, wir haben noch nicht allzu viel Auswahl, wie wir sehen. Also wir haben wirklich fast kaum Auswahl. Echt bescheiden? So, Sleeping. Double Bed. Nein, das ist das. Oh, okay. Einzelbett. Ah, auf jeden Fall machen wir eine. Boah, wir haben echt wenig Auswahl, ne? Was passiert, wenn ich ein Doppelbett reinsetze? Können dann theoretisch auch, also könnte dann hier auch ein Pärchen einziehen? Also es ist arg schmal. Müssen wir offen und ehrlich zugeben. Okay, fett groß, ja.
Der Teddy. So, auf jeden Fall machen wir hier einen dicken Schrank hin. Da können wir meinetwegen hier auch irgendeine Plüschtiere rein. Okay, das ist ein bisschen groß. Können wir oben raufsetzen. So, dann Dekoration haben wir hier. Korb. Oh ja. Alter, was? Okay, machen wir lieber sowas. Kleine goldene irgendwas. Ah ja, also wie gesagt, wir haben sehr, sehr wenig Auswahl noch. Was so Dekoration und so weiter betrifft. Da hängt ja eigentlich noch so ein Poster. Gut, Special-Gegenstände. Ein paar Hanteln. Die sofort weggeknallt. Und mal hier noch reinstellen. Yogamatte können wir auch nochmal in die Ecke machen. Ja, ansonsten. Poster würden vielleicht noch gehen. Ach, wir haben noch gar keine Poster oder was? Doch hier. Dream Big. Hug Me. Bist du ein? Little Party. Also zum Aufstellen oder mal. Hier oben nochmal draufsetzen. Eine Uhr. Ja, eine Uhr sehe ich hier ehrlich gesagt nicht irgendwo noch hinstellen. Kerzen. Grünkerze. Ja, so eine Lampe. Oh, die ist auch fett groß, Alter. Ja, die passt ja auch gar nicht mehr rein. Nee, dann würde ich sagen, DVD-Sammlung. Gibt es hier noch Bücher? Ich habe noch nicht mal Bücher. Doch, hier haben wir Bücher. Ah, ein paar oben Ruffi stellt. Ja, und dann soll es das gewesen sein. Da könnte man vielleicht auch noch irgend so ein größeres Poster hinhängen. Oder hier so ein Bild. You are breathtaking. Das ist doch okay. So, dann Renovierung beenden. Und wir vermieten das Ganze. Ja. Komplette Wohnung natürlich. Fokus machen wir mal aus. Ich habe vergessen, wer hier gerade bevorzugt wird. Ein Straßenkünstler. Mhm. Alright. Alright. Radfahrer. Alter, Entlohnung. 100.000. Yeah. Ja, von der Küche bin ich auch nicht überzeugt. Bin ich voll bei euch. Yeah. Yeah. Ach nee, ihr. Yeah. Noch eine Straßenkünstlerin. 18 Jahre. Alright. Nein. Als er findet sogar gut. Yeah. Wow. Ah. Nice. Mal ganz schnell durchgehen. Schulden keine, das ist sehr gut. Schlecht. Alright. Okay, warte, wir verhandeln ganz schnell, bevor du nämlich abhaust. Yeah. 2,7. Ja, 2,7. Nice. Nehmen wir. Der große Tenanzini.
Ach, Tenancini. Mhm. Okay. Crazy Typ. Wir gehen ganz schnell weg. Nicht, dass er uns noch verzaubert. Gut. Also, haben wir wieder alle... Haben wir doch, oder? Ja, alle Immobilien sind quasi weg. Können Sie mal unsere Mieter angucken. Ob wir bei denen vielleicht nochmal ein bisschen aufsteigen können. Okay, mal Zufriedenheit bei allen. Super. Ja, haben wir auch alle gerade erst verlängert. So, sie ist kurz vor Stufe 5. Monatliche Miete wird permanent um 150 erhöht. Ja, deswegen sollte man sich eigentlich die Leute alle bei Laune halten. Quatsch. Wie ich denn hier? Irene? Also auf jeden Fall ein Herz. Wo ist denn Irene selber? Ausgeflogen. Ist nicht da. Okay. Habe ich hier eigentlich schon alles angeschlossen? Interessiert mich nicht. TV. Ach, hier ist übrigens Irene. Wo ist sie denn? Ah, erstmal hier. Zack. Und monatliche Miete können wir auch direkt nehmen. Cool. Und das nächste haben wir auch schon fast erreicht. Ich hätte gerne einen TV-Dienstleister. Ich kann es dir nicht geben. Warum nicht? Weil du keinen Fernseher hast. Doch, du hast einen Riesenfernseher. Ermöglicht? Ja. Oder habe ich das schon? Ich bin mir unsicher. Nebenkosten Heizung, Gas, Elektrizität, operational. Wow. Operational? Was heißt denn das? Sicherungskasten ist kaputt. Ah, das ist nicht gut. Ah, ja, okay. Und, na gut, hier, Jack Callahan. Wo ist er? Da. Verlängerte Geräte, irgendwas? Und Mitbewohner-Lizenz? Wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Kann man hier irgendwas noch machen? Ach, hier kann ich den Internetanschluss schon mal setzen. Will er das? Netflix hat er. Netflix-Abo, so ja. So, und der Typ hat überhaupt gar keinen Fernseher und hat ein Netflix-Abo. Das ist ja richtiger Quatsch. Gut, das ist noch nicht wirklich ausgeglichen. So, was ist hier los? Immobilien. Wie viel Geld haben wir denn? 133.000. Jo. Oh. Wäre schön, können wir uns nicht leisten. Wir machen weiter. Renovierungen. Wohnung mit zwei Badezimmern. Das ist übrigens das gleiche, wo gerade das so verbuggt war. Wenn wir erstmal hier ganz kurz die einfachen. Babysitter machen wir zu. Er hätte gern ein 9 Influencer und 22 bis 45. 60 Tage. Schöne Wohnung. Eine monstergroße Wohnung. 22 bis 45. Ist ja beide zu alt. Er wäre theoretisch, er ist Manager einfach. Verdient weniger als ein Radfahrer. Und 60 Tage. Okay, 60 Tage kriegen wir hin. Ja, der Rack ist scheiße. Ja, komm, alright ist super. Ist noch abgeschreckt, wa? Ja, von dem Mietpreis weg auch abgeschreckt. Yeah. Yeah. Dürip. 5 Sterne. Ich habe gerade das Geld überwiesen. Danke, Jack Callahan. Callahan. Mahoney. Wo war der dicke Job? 6.
Räume 2, Räume 2. Was willst du denn haben? Wohnen bei Yogi. Interessiert mich. Gucken wir uns an. Die Farbe ändern. Das ist ja nicht meine Wohnung. Ja. Ah, ja. Wieder 5 Sterne. Geld überwiesen und wir gehen in die Yogi-Wohnung. Ach du Scheiße, Mann, Alter. Nein, was machst du denn? Oh, schöne Höhle. So. Spinnweben entfernen. Hallo, ich habe drauf geklickt. So. Warum ist denn der Haufen jetzt schon wieder nicht ausgewählt worden? Ach, Onkel. Onkel, Onkel. Vielen Dank, mein Zimmer sieht jetzt perfekt aus. Jo, hallo. Ich weiß nicht, ob der Vermieter so glücklich darüber ist, aber egal. Alter, wir haben 228 von diesen Vermieterpunkten. Ich würde gerne gegen Geld eintauschen. Ich glaube, das ist nicht möglich, oder? So. Also, wir brauchen einen Sportraum, ein Badezimmer. Alles klar, Badezimmer können wir schon mal machen. Achso, warte, und... Okay, da gibt's nichts. Farbe Blau gibt's auch nichts. Warte mal. Hallo? Eine Duschkabine gibt's. Warum stehen hier eigentlich zwei drin? Richtiger Quatsch. So, Toilet Paper, Klo, Waschbecken gibt's noch. Ja, müssen wir nur noch anschließen. So, dann fehlt da halt alle aus. Ödenstein. Und Farbe Blau. So, Toilet Paper. Toilettenbürste. Und noch ein Badezimmerspiegel. Wo ist das Ding? Da. Hallo? Mann, ich will nicht jetzt... Zeichen haben. So, Lampen. Machen sie uns mal einfacher. Anpflanzen. Wir haben hier noch sehr, sehr viel Platz. Ich pflanze. So. Irgendwo fehlt Strom. Okay, dann Sportraum. Der Sportraum. Hier geht die los. Also ich meine, wir können es so lassen. Warte. Okay, das ist... Jo. Ganz, ganz hässlich. Weihrauch. Habe ich das richtig gelesen? Weihrauch? Tatsächlich. What the fuck ist denn das für ein... komischer... Stil. Übungsmatten. Spiegel... Ja, komm. Einer hier, einer hier. Also, wie gesagt, ich gebe mir bei den Sachen immer weniger Mühe. Weil einfach das überhaupt nicht meine Wohnung ist. So, Hauptsache es steht alles drin. Überall ist ein C. Also, überall ist genau das, was es sein muss. So, eine kleine Wanddekoration, eine Wanduhr, so rum.
So, alles erfüllt. Überall auch die Anforderungen abschließen. Wäre wahrscheinlich keine 5 Sterne, aber Hauptsache ich kriege die Knete. Und bin dann knapp an den 150.000. So, wie lange noch? 2 Tage? Kann man sich schon mal das nächste Projekt raussuchen. Gibt ja schon fast keine mehr. Kann ich das schon annehmen? Ich glaube nicht, ne? Doch. Okay, früher konnte man, glaube ich, immer nur 2 annehmen. Alter, was ist denn das für eine zugemüllte Höhle? Das sind 28 bis 56. Keine Vorstrafen. Neue Gegenstände. Sehr gut. Dekorationsobjekte. Cool. 19 Jahre. Viel zu jung. 25 ist immer noch zu jung, ne? Na komm. Lechzt nach der Wohnung so rum. Jetzt will sie doch nicht mehr. Cool. Ich habe keine Ahnung, ob sie Vorstrafen hat. Sie ist viel zu jung für diese Wohnung. Ich hoffe trotzdem, dass man zufrieden mit mir ist. Ja, das reicht ja noch nicht. Alter, 616.000. Wow. Ach Gott, wir brauchen 2. Oh. Noch. Können wir alles wieder rausreißen mit dem 2. Ne? Ein Problem mit meiner Elektrik. Scheiße. Warte. Wow. Ah, ich muss ganz kurz hier aushelfen. Was kaputt? Die Heizung funktioniert nicht. Alter. Jetzt kann ich ohne Schal schlafen. Sehr schön. Warte mal, wir gucken. Wieso sind denn die Jobbewertungen auf 0? Oh, was ist denn mit diesem Spiel los? Ah ja, jetzt. Also, Renovierung 5 Sterne. Hier Tätscheln 5 Sterne. Hier sogar 4 Sterne. Dafür, dass ich mir wirklich null Mühe gegeben habe. Macht seine Arbeit. Ich bin eine Frau. Wie du sehen kannst, liegt Lily Humbles das Verhandeln im Blut. Nur ein kleines Problem. Mieter war zu jung. Okay. Aber gut, das war mir vornherein klar. So, was erhöht die Recherche? Das können wir mal machen. Können wir sowieso über unsere Mieter mal ein bisschen wieder was in Erfahrung bringen. Wir haben 233 Punkte. Hier fehlt aber auch nicht mehr viel. Ich würde die gern so anklicken. Wo ist Irene? Oh, Irene ist nackig in der Badewanne. Ja. Ah, über die weiß ich noch nicht allzu viel. Kriegen wir jetzt auch noch nicht so viel raus. Und den dritten Amigo. Ah, kriegt man hier mal wieder ein Herzchen. Stufe 2, sehr schön. Ja. 100 Doleros. Gut. So, Recherche läuft. Sind wir gleich fertig. 138. Achso, wegen Reinigungsdienst. Okay. Haben denn erlebt? Eine Abneigung wurde entdeckt. Blumen. Warte mal, wo ist der Typ hier? Er schläft schon wieder. Ach, Abklingzeit gibt's auch noch. Das ist ja eigentlich Zielkarten. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. So, Jobs, bitte. Ein Raum, Schlafzimmer, 3-1. 9-4, 3 Räume. Alter, 9-5 für 2 Räume, noch besser. So, plus hier Mieter hätscheln. So, du bist raus. Hab gerade das Geld überwiesen und du bist mein neues Baby. So. Alter, was ist das für ein Puff? Immer müssen wir die sauber machen, das ist schon mal super. Schlafzimmer. Badezimmer. Okay, warte mal, wir... Mal erstmal hier die Gegenstandsdinger. Ich gehe mal davon aus, dass das hier das Badezimmer sein muss, oder?
Nein? Das soll das Badezimmer werden, okay. Ja, dann fliegt hier alles raus. Ist ja im Badezimmer. So, gut. Leer? Alter, ich will sie aus wie bei Cyberpunk. So, eine Duschkabine gibt's nicht. Waschbecken, das gibt's. Nee, das ist, glaube ich, nicht gut. Toilet gibt's. Toilet Paper gibt's. Oh, echt? Ja, gut, okay. Steht ein bisschen in der Wand drin. Ist egal. Badezimmer Spiegel. Seifenspender gibt's auch. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Und hier drüben muss wahrscheinlich da eine Badewanne hin. Oder Duschkabine. Mülleimer, Handtuchhalter. Das gibt's auch. Und jawohl, Wandlampen, sehr schön. Spiegel? Habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, ob wir Spiegel brauchen. Mülleimer. Zehn kleinere? Wir kippen mal das drauf. Warte mal, den können wir hier vorne hinstellen. Kabine. Zack. Nehmen wir das hier für die Ecke. Gut, wir verstellen sämtliche. Fenster, aber das ist egal. Ich habe sie nicht gesetzt. So, was sind die Sonderdinger? Lüschtier und. Na gut, Wanddekoration können wir hier noch reinsetzen. Oh, na gut, einmal daneben. Sessel, ja gut, okay. Den Sessel packen wir, wenn dann hier rein. So, Schlafzimmer. Also, das ist eine Luftmatratze. Gut. Teppich und rot. Okay, war zufälliger richtig. Ein Bett. Muss es ein Doppelbett sein? Nochmal. So. Jetzt haben wir wieder die richtigen. Nachttisch, den gibt's nicht. Kleiderschrank, den gibt es. Alter. What? Hättesteil. Spiegel, wie viel? Ein. Läufer, so einen langen, den kriegen wir nicht hin. Aber hier. Neonlampen. Blö. 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 Lololo, www. Das ist ein dickes Herz. Ein Audiosystem. Kann man das hier oben raufstellen? Nein, aber bestimmt hier oben rauf. Boah, drei Pflanzen. Wir brauchen auf jeden Fall Strom. So, Nachttisch brauchen wir trotzdem noch. Und zwei Wandpflanzen. So, Filter löschen. Nachttisch. Ein oder zwei? Ein. Grün. Ah, Gott, wir haben es nicht ansatzweise geschafft. Da fehlt ja alles. Stier. So, ey, gibt es auch bitte kleinere? Ja, wir werden es nicht schaffen. Alter Schwede. Fetter Anspruch. Das ist ein Puff, ne? Erkenne ich jetzt erst, dass es ein Puff ist. Oder eine Liebeshöhle. Wie auch immer. Okay, so, dann warten wir ganz kurz noch die Bewertung ab. Und dann machen wir Feierabend.
gehen ins Wochenende gemeinsam. Und sehen uns The Tenants mäßig Montag wieder. Zur nächsten Folge. Ich werde noch ein bisschen offscreen weiterspielen und Geld machen. Oh, 4 Sterne, okay. Sehr gut. Damit wir uns dann tatsächlich für die nächste Woche gleich mal vornehmen können, eine neue Immobilie zu kaufen. Und zwar auch eine größere. Können wir mal ganz kurz in die Immobilien gucken. Hier zum Beispiel. 190. Ah, gut, okay. Noch fetter wäre eigentlich die Webster Street mit 230. Aber, ja, ich sag mal so. Was ist denn hier los? Pi mal Daumen, 230 sollten es schon werden. 200 sollten es werden. Damit wir gut vorankommen. So. Who are you? Irene Viva. Oh, es hat eine 4-6. Alles klar. Brauche ich überhaupt nicht überleben. Überleben schon. Überlegen. Was? Ich soll was aus ihrem Schlafzimmer... Was soll ich aus dem Schlafzimmer machen? Ein Atelier? Warte mal. Ah, wo ist sie? Scheiße. Wie heißt sie? Nein, Cindy. Ich brauch dich. Ich will wissen, was du für Vorlieben hast. Scheiße. Ah, sie hätte gerne Laminat. Rote Wände. Oh. In all diesen roten Wänden. Ein Schreibtisch, das kann ich verstehen. Eine Zimmerabtrennung. Das kann ich verstehen. Was denn jetzt? Jetzt kommt man an den Wecker nicht ran. Ist das denn ernst? Eine Staffelei. Sag mal, kann... Oh, Entschuldigung. Können wir das Klavier verkaufen? Oder ist sie dann wieder sauer, weil das Klavier fehlt? So, was wollte sie? Einen Schreibtisch. Weil dann können wir nämlich den hier ranbauen. Stuhl dahin. Gemälde zwischen die Dinger und eine Staffelei. Können wir ihn noch hier davor setzen. So. Dann hätten wir alles. Und, weil ich geil bin, gibt es noch ein... Ist das ein Gaming-Laptop? Ja, ich glaube aber, ein Gaming-Laptop wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Kann man hier so einen festen PC nehmen? Hier, komm. Das reicht doch ein Laptop. Ein Lappy, dazu gibt es noch einen Craft-Drucker. Und... Eigentlich hätte ich gerne eine Tischlampe. Ich weiß gerade nur nicht, wo sie ist. Ah, wo waren diese Lampe? Ein Oscar. Das ist aber, glaube ich, eine Statue. Nee, komm. Wo ist denn diese Lampe? Schlafzimmer, glaube ich, ne? Ja. So. Ab dafür. Sehr schön. Können wir ihn wieder so machen, wie er mal war? Willst du mich verarschen? Jetzt ernsthaft unzufrieden damit? Ja, 150 Miete mehr, cool. So, jetzt aber wirklich Feierabend. Bis zur nächsten Folge am Montag. Schönes Wochenende euch.